Und du glaubst, ich kann das, Pokémon-Trainer sein? Du hast deinen Experten auf deiner Seite. Ich bin Numero Uno, also laber mal nicht. Du denkst aber schon dran zu drehen, ne? Deinen Pokémon Go-Vlog. Das funktioniert momentan super. Ja, ich komme nur nicht gerade auf die Server drauf. Also bei mir ist die App jetzt installiert. Okay, wie funktioniert das jetzt nochmal? Also, du läufst durch die Stadt und es erscheinen Pokémon. Diese fängst du mit Pokébällen, die du nach ihnen schmeißt. Jedoch klappt das nicht immer beim ersten Mal. Gerade nicht bei dir. Ich habe dich Völkerball spielen sehen. Zum einen gibt es Pokéstops. Das sind Orte, an denen du Items bekommen kannst, um Pokémon zu fangen. Diese Items bekommst du, indem du in dein Mikrofon sprichst und sagst, was du gerne möchtest. Außerdem, Fabian, gibt es Lockmodule. Diese kannst du an besagten Pokéstops platzieren, damit du mehr Pokémon fangen kannst. Außerdem ist es für dich hilfreich, dich am Anfang an Spieler zu heften, die ein höheres Level haben. Andere Spieler ausnutzen, also quasi wie auf YouTube. Und wie viel Geld kann man damit verdienen? Du kannst damit kein Geld verdienen. Du machst es in deiner Freizeit, zum Spaß. Pokémon Go sind ein Haufen Nerds, die dieses Spiel lieben. Eine Frage noch. Wird Pokémon Go Facebook ersetzen? Warum sollte es das? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Aber es ist beides auf dem Smartphone, also ich sehe da schon Konkurrenz. Du kannst mich jetzt hier nicht die ganze Zeit ausfragen. Am besten gehst du mit mir raus. Du guckst dir das Spiel an. Mit der Zeit verstehst du, was ich meine. Okay, bring's mir bei. Wie viel Akku hast du? 25%? Das wird reichen. Glaubst du, wir fangen Pikachu? Vielleicht, aber dafür musst du einige Dinge vorher tun. Zum Ersten, du musst 1 Kilometer laufen. Dich dann zweimal im Kreis drehen. Wer jetzt noch Pika Pika rufen? Pika Pika. Ich hab eins. Der Akku ist leer. Du hast gesagt, keine Pranks mehr. Das ist kein Prank, das ist ein soziales Experiment und Fick dich. Cliffhanger.